Jawohl, dann geht der Päcker auf die Bauhütte und dann ist das erledigt. Nein, renn ich zurück. Ey, sieh zu, dass du zurückkommst. Nein, hat der Päcker es vergeigt, weil er zurückrennen musste. Unbedingt ist er schuld, 99%. Willkommen, liebe Clasher, heute mal mit Facecam und zwei Rathaus 9 Fights und zum Teil extrem knappen und einen Päcker, der sich, wie ihr schon gesehen habt, nicht entscheiden kann. Und ein echt lustiges Dorf und fette Rathaus-Elf-Fights. Wir fangen mit gleich dem ersten an. Da oben ist schon mal die Mauer von alleine aufgegangen. Hier unten habe ich keinen Wut gesetzt, weil ich mir nicht sicher war, wo die Truppen genau hingehen wollten. Und da habe ich den erst später gesetzt, diesen Wutzauber. Ich hoffe, ihr habt das schöne Wochenende gut geplant und schon was vor. Wird ja, denke ich mal, ganz angenehm. Und da kann man das ja auch genießen. Nicht nur mit Clash of Clans. So ein bisschen nebenbei darf hier immer gerne sein. So, ja, heute mal ausnahmsweise mit Facecam, ist mal heute möglich, das geht nicht immer, ist eben unterschiedlich, je nachdem, wie ich aufnehme. Und da gehen die Truppen richtig schön rein, weil mein PC das auch nicht immer mitmacht, da klappt das. Da ist leider, dass die Queen etwas spät dran ist, ich hoffe, die gehen noch mit dem Sprung in die Mitte, nein, die Queen muss leider außen lang gehen. Sehr ärgerlich, bei diesem Fight war ich stinksauer, da es sowieso schon so wenig Pokale hier gab. Das war nur ein +7 Pokalgegner, allerdings zurzeit nehme ich fast alles aufs Korn, um auch die Ressourcen für die Mauern zu sammeln. Ja, ich hoffe, der Sound ist gut, es passt alles soweit. Mit Facecam muss ich hier ein bisschen aufpassen, dass mein PC keine Performance-Probleme bekommt, denn da muss er eine ganze Menge auf einmal aufnehmen und das klappt nicht immer so perfekt. Und ich möchte aber gerne ein perfektes Video schaffen, aber die Queen will leider außen lang. Ach, ist das ärgerlich. So, jetzt geht die Queen trotzdem wieder rein, das ist schön. Und die Truppen halten noch ganz schön lange durch, das gefällt mir. Einmal im Kreis ums Rathaus drum rumgelaufen und die Queen regelt jetzt doch noch. Hat nochmal ihr Versprechen gehalten, mal mitzuhelfen, doch mal mitzumachen und nicht nur außen immer rumzurennen. Da erwischt leider auch den letzten Heiler. Und dachte ich mir, boah, wann zündest du jetzt die Queen? Und schaut mal auf die Queen. Ich habe gewartet, bis dann echt das letzte weg ist. Und ich zünd die Queen und es ist eine Riesenbombe da. Wie immer, aber trotzdem 100%. Der war ja nicht ganz ohne. Schaut mal auf die Zeit unten. 3 Minuten. Der Marlon hat wirklich auf die erste Sekunde und oder auf die letzte Sekunde, wie man auch das sehen kann, den ersten Loon gesetzt. Der Fight ist extrem spannend und extrem knapp, kann ich euch wirklich sagen. Queen kommt von hier unten rein, die ersten Loons haben schon ein bisschen Vorschaden hier angestellt. Dann hat sie die Clanburg-Truppen erwischt, das klappt richtig gut, das hat er gut gemacht. Ich will ja auch unbedingt Rathaus 9 Fights für euch zeigen, denn die meisten Leute sind Rathaus 9. Brauche ich auch, glaube ich, keine Abstimmung mehr zu machen. Rathaus 9 ist auch was Feines, ist was Schönes, das lohnt sich. Und er ist wirklich hier mit massiv Loons, alle auf einem, fast alle auf einem Haufen, dort in die Mitte rein. Mal sehen, ob das gut klappt. Das muss hier ruckzuck jetzt gehen, dass die dann alle wirklich sterben, die ganzen Truppen, die ganzen Verteidigungsanlagen sterben. Und dann die Queen auf der gegenüberliegenden Seite ist auch nicht ohne, ist aber erst Level 6. Also wir befinden uns hier im relativ so Mid- oder Low-Range Rathaus 9. Und die Loons werden schön mit dem Speed und mit dem Wutzauber durchgeschleust, das klappt. Und so hat er gleich die Verteidigungsanlagen komplett erwischt. Schönes Ding, wirklich cool. Bobby Iravan war der Fighter. Und so kann er ja den Rest noch abräumen im Clan. Boah, er hat schön schnell gemacht, vierfach, sehr gut mitgedacht, damit es für euch Zuschauer nicht langweilig wird und interessant bleibt. Und ich habe noch richtig schöne Sachen. Ein lustiges Dorf kommt hier nach noch. Und dann der ganze Fight mit dem Päcker, den ihr eben schon gesehen habt, der ist auch noch mit dabei. Und richtig heftige Rathaus-Elf-Fights. Und so können hier die Truppen dann das wird gar nicht so ohne. Das Rathaus vor allen Dingen in der Mitte noch. Auweia. Und da ist die Queen jetzt fällig, aber irgendwas muss ja an dem Fight auch spannend gewesen sein. So, die ersten Truppen sind in der Mitte drauf. Da ist ein Laki und zwei Lava-Welten drauf und wir haben noch, auch noch 15 Sekunden. Boah, und der King, der muss sich durch mehrere Mauern durchbeißen, auf den können wir, glaube ich, nicht setzen. Ja, und jetzt sind da wirklich einiges an Truppen drauf und wir haben noch 5, 4, 3, 2, 1 und ihr wusstet, wie knapp das war und das hat geklappt. Wow,
das war wirklich auf der allerletzten Sekunde. Wow. So, der Thiele, den ich immer auch mal Teil genannt habe, gibt es ja auch in Englisch den Namen. Und da hat mir aber dann der Toto gesagt, hier sein Kollege Thiele, der heißt ganz in Deutsch ausgesprochen. Und ihr seht, das Dorf ist echt absolut heftigst gerusht. Und der geht hier mit Bartsch da drauf. Und das sieht optisch gar nicht schlecht aus. Voll drauf gehauen. Und ich glaube, so ein Dorf macht echt Spaß. Und auch mit den Truppen, oh, meine kleine Twitter-Meldung, macht echt Spaß, mit solchen Truppen hier drauf zu hauen. Sieht optisch schon richtig cool aus. Sehr geil. Und so hatte hier den erwischt. Sehr schön, voll abgeräumt. 22 Pokale immerhin. So, jetzt der Louis hier mit dem Fight mit dem Packer, der sich da irgendwie unentschlossen gefühlt hat. Ich mache mal den Kopfhörer hier raus, da die Musik für mich ganz schön laut hier ist. Für euch denke ich nicht. Da habe ich die Lautstärke schon richtig angepasst. Oh, da greift sogar noch im Clan wohl jemand gleich mit an. The Master Gold ist dann der Angreifer. Darf er das? Geiler Clanname. Grüße ich natürlich auch den ganzen Clan hier mit. Schöne Clannamen sind immer gerne gesehen. Ausgefallene Sachen sind immer cool. Ne, mit der Queen hat er das schön hier erwischt. Dann ist der Drache jetzt auch fällig. Ja, die Queen musste aber leider schon zünden. Okay, aber er hat ja noch Valkyren, zwei Päcker und fünf Magier am Start. Aus der Clanburg noch Magier dazu. Und so geht's jetzt in die Mitte rein. Oben den Sprungzauber. Da kommt man ziemlich weit rein. Gar nicht schlecht gesetzt, weil oben schon geklärt war. Der eine Packer geht leider außen lang, aber in die Mitte. Oh, da fliegen erstmal ein paar Valkyren weg. Jawohl. Mit Heilzauber sehr gut unterstützt. Und dann können jetzt Rathaus sich snacken. Das ist ja mehr hier like Rathaus 8 bzw. Rathaus 9. So ungefähr kann man das schätzen. Der Angreifer hat ja auch schon die Queen dabei. Ich schätze mal das so ungefähr gleich auf. Aber die Truppen müssen trotzdem erstmal durch die Mauern durch. Dauert schon so eine Zeit. Und dann sehen wir mal. Jetzt kann ich nicht alles sehen. Oben sind zwei Packer außen lang. Und ihr wisst, der Packer sind relativ lahm. Die brauchen ihre Zeit. Die machen zwar einen Mordschaden und können auch eine Menge ab. Aber eins haben die als Handicap. Sie sind langsam. In der Mitte, der Packer auch schon wieder einer zurück und wieder hingerannt, weil das Gebäude dann inzwischen kaputt war. Ja, ein Hickhack, ein Hin und Her hier in diesem Fight. Und der ist auch richtig knapp, wie ihr schon wisst, am Anfang. Da sind oben der... Die Golems sind schön am Deffen, das klappt eigentlich super. Und jetzt haben die Verteidigungsanlagen, die letzten gleich im Visier. Und wir haben noch das weg. Jetzt haben wir nur noch den Tesla. Und der eine Packer will nach unten rennen. Und er rennt nach unten auf die Bauhütte und rennt wieder zurück. Und ist damit schuld, dass das ein 2-Sterne-Fight bleibt. Wow, ist das heftig. Ach ja, Gold für eine Handvoll oder einen Lucky hätte gereicht. Puh, ist das böse. Der Laboom hier hat aus dem 18 plus XXX Clan, hat hier angegriffen auf diese Clan War Base. Diese Base-Arten sind jetzt sehr oft gesehen. So ein bisschen alles so einfach nur in Kastenform, das auf jeden Fall unheimlich schwer ist, da durchzumarschieren. Wenn man es schafft, mit Sprungzauber hier richtig schön durchzujonglieren, dann kann man so eine Base richtig gut schaffen. Und hier läuft ja auch immer noch der Queen Walk und er hat mit den Mauern natürlich kein Problem, weil er nutzt eine Drachen-Loon-Kombination. Da ist ein Luna, den erwischt dort ganz schön. Da sitzt aber auch Luftbomben rausgeholt. Das war, denke ich, gut geplant. Und dann kommt der nächste Kill-Squad mit King und Bolan am Start von der Seite aus. Da hat sie schön dann die Luftverteidigung erwischt. So, und jetzt die Drachen hier schön da rein von dieser Seite aus. Und dann kommen die Clanburg-Truppen da raus. Das können ja die Drachen gut klären. Das ist kein Problem. Die Loons würden sich da nicht so gut gegen wehren können. So, Wutzauber drauf. Und denke ich mal, das muss doch klappen hier. Da ist ein Drache am Rathaus krepiert. Und der Warden auch krepiert. Wow, da haben wir oben noch den Drachen auf dem Rathaus. Die Queen ist auch noch da, kann ja richtig gut mithelfen. Der Single Inferno stirbt jetzt auch. Und jetzt ist endlich das Rathaus gefallen. Und zum Schluss der Adler. Nicht schlecht, da wird er ganz schön gezittert haben während des Fights. Und er hat auch einen Trank benutzt, dass die Truppen hier in Blau in Feuer und Flamme sind und auf Maximum hoch sind für diese eine Stunde, die dieser Trank dauert. So, ein Fight von meiner Wenigkeit. Ich habe von dieser Seite aus aufgemacht, bin von dieser Seite aus rein, weil dort waren keine Helden. Zum Glück ist hier auch ein Burgiturm im Ausbau befindlich. Der Loon will seitlich weg. Der kam, glaube ich, ein bisschen spät. Also wenn da Luftbomben gewesen wären, hätte es meine Heile erwischt. Na, passiert mir auch immer mal ein Fehler. Ich denke mal, ich setze immer dann den Loon eigentlich als erstes. Und dann wird er aufgesprengt. Jawohl, das klappt.
Ich setze den Dun meist als erstes, um die Luftbomben wirklich aufzusprengen und die Bola dann ziemlich kurz danach. Da meinte schon ein Clan-Member, warum ich nicht erst die Bola setze und dann den Dun. Da ist oft so, dass aus meiner Sicht die ersten Bola schon sterben, weil wenn da eine starke Verteidigung ist, dann erwischt sie Bola unheimlich stark und dann sind die schon hin. Das kann ich natürlich, wenn ich die Heiler ganz kurz danach auf die Bola setze, kompensieren, dass sie wahrscheinlich schon sofort wieder hochgeheilt werden und vielleicht heilt sich dann die 5-6 Bola, die ich am Anfang setze, etwas länger durch. So, und hier verteilen sich die Truppen wunderbar. Leider alle in eine Richtung. Dadurch kriegen sie natürlich alle ab. Aber auf jeden Fall habe ich den Loot schön abgeräumt. Das war auf jeden Fall schon mal was Feines. Dann machen wir mal ein bisschen schneller hier in diesem Fight. Ja, seht ihr auch, die Heilerinnen sind oben unten auf den Bowlern und oben bei der Queen dabei. Und da habe ich hier den Sprung noch gesetzt, weil ich dachte, die Truppen werden wieder eher zu einem Team, aber das klappt trotzdem. Und da ist auch nicht mehr ganz so viel übrig. Und so konnte ich hier den Fight richtig schön zu 3 Sternen bringen. Das hat Spaß gemacht. Sehr, sehr geil. So gefällt mir das. 100%, immerhin 15 Pokale. So, noch ein Fight von meiner Wenigkeit zum Schluss in diesem Video mit Facecam. Viele haben sich das ja immer mal gewünscht und ich kann es immer hin und wieder mal, bekomme ich das schon hin. Organisatorisch, so aufgesprengt, hat geklappt dort. Die nächste Mauer aber nicht mehr. Wieder hier Sprung drauf, schön nah rangezoomt. Oh, sind da viele Bomben hochgegangen. Es waren 4 Luftbomben, die ausgelöst worden sind. Und deswegen den Loon sehr früh zuerst. Der hat hier ganz viel geholfen. Da wären wahrscheinlich beide Heiler fällig geworden. Da habe ich dort den Wut gesetzt, damit die Mauerbrecher, die Mauer, sind nämlich nur 2 Mauerbrecher, die Mauer auch aufbekommen. Und sogar bis in die Mitte hat das gereicht. Da konnte ich den Sprung ganz luxuriös in die Mitte setzen, den ersten Sprung. Und ich habe ja noch einen Sprung übrig. Mal sehen, da oben auf jeden Fall den Wut drauf. Top sind die Truppen in der Mitte und es sind Multi-Infernos. Sehr, sehr geil. Das ist natürlich schön für diese Truppenkombination. Aber es gibt inzwischen schon eine Angriffsart. Da sind dann wieder Multi-Infernos günstiger gesehen. Das ist nämlich eine massiven Hexenkombination. Da werde ich mal noch ein Video zu bringen. Da muss ich mich erst einüben, dass ich das euch mal zeigen kann, ob das gut klappt. Ist auf jeden Fall eine sehr starke Kombination, um Dörfer niederzumetzeln. Klappt allerdings beim Pushen nicht ganz so gut, weil man muss wirklich Dörfer haben, die nicht Multi-Infernos haben, nur Single-Infernos. Da hilft eben jedes Kraut, gibt es immer was dagegen. Also hier ist es diese Truppenkombination, die werde ich aber euch noch zeigen, wenn ich sie gut drauf habe und auch gut erklären kann und nicht irgendwie einen Müll erzählen möchte. Denn es gibt meine Meinung, ja, hier konnte ich dann noch den Giftzauber so spät ersetzen, war ziemlich luxuriös. Denn meiner Meinung nach möchte ich nur Fights dokumentieren, wo ich auch Ahnung von habe, dass ich keinen Schrott erzähle. Und ihr seht, hier ist noch einiges übrig, aber die Heilerinnen kleben der Queen und dem Warden super im Heck. Die werden super hochgeheilt. Queen ist allerdings schon gezündet und so können sie hier noch den Rest abräumen. Ich hoffe, es hat euch dieses Video gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal und schreibt mal was in die Kommentare. Ich wünsche euch was und schön, dass ihr bis zum Ende dazu geschaut habt. Ich wünsche was. Macht's gut. Bye, bye. Ja, 100%.